Antik trifft auf modern. Im Erweiterungsbau vom Landesmuseum verfließen antike Bilder und Skulpturen mit dem modernen Betonbau vom Landesmuseum. Am Sonntag wird die Erweiterung offiziell eröffnet. Entsprechend gross ist die Freude beim Direktor vom Museum. Man ist sehr erleichtert und man ist dankbar gegenüber dem Bauherr, gegenüber den Architekten und seinen vielen Planern, dass das möglich geworden ist, dass die das auch zeitgerecht fertig gebracht haben, dass es eine gelungene Zusammenarbeit war, das ist toll. Gross war die Freude auch bei den Architekten, die den Neubau realisiert haben. Klar ist das ein extrem emotionaler Moment. Es waren ja nicht nur 4 Jahre Planung oder 4 Jahre Bauzeit, wie Sie sagen, sondern es waren 15 Jahre Planung, wo man darauf wartet, auf den Moment, wo das Haus da steht. Das erweiterte Landesmuseum hat einiges zu bieten. So erwarten Besucher im Erdgeschoss, wo sich auch der neue Haupteingang befindet, ein neues Bistro mit Bar und Restaurant. Ebenfalls neu ist das Auditorium für Vernissagen und Veranstaltungen. Was jetzt schon klar ist, das auffällig geformte Gebäude polarisiert. Architektur ist etwas sehr Öffentliches, es ist etwas Politisches und darum ist es legitim und auch wichtig, dass man darüber redet. Ich denke, das ist auch das Schöne, dass Architektur so diskutiert wird und das ist unsere Verantwortung, dass man dem auch gerecht wird, etwas zu schaffen, wo die Öffentlichkeit kann etwas mit anfangen kann. Dass es kritische Stimmen gibt, das ist immer so, das ist legitim, das ist auch wichtig. Aber wir stehen zu unserem Haus und wir finden, es ist gelungen. Das Herzstück des Erweiterungsbaus sind aber natürlich die neuen Ausstellungsräume. Für diese Möglichkeiten haben all meine Vorgänger auch schon gekämpft und sich dafür eingesetzt. Und das ist jetzt toll, dass unsere Generation das erleben kann und die darf in Betrieb nehmen. Gerade 2 neue Ausstellungen zum Thema Renaissance und Archäologie sind dort zu sehen. Am Sonntag wird der Erweiterungsbau mit einem grossen Fest offiziell eröffnet und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.